Das US-Militär ist noch immer auf der Suche nach dem Wrack eines riesigen chinesischen Ballons, der wichtige Militärstandorte in den USA ausspioniert haben soll. Am Samstag hatte das Pentagon bestätigt, mit einer Rakete den Ballon über amerikanischen Hoheitsgewässern zum Absturz gebracht zu haben. Die Bergung der Trümmer erweist sich als schwierig, da sie weit verstreut vor Myrtle Beach in South Carolina liegen. US-Präsident Joe Biden, der wegen seines späten Eingreifens kritisiert wurde, erklärte, er habe den Befehl zum Abschuss gegeben, als der Ballon keinen Schaden mehr anrichten konnte. Peking behauptet, dass es sich bei dem schwebenden Objekt um einen harmlosen Wetterballon gehandelt habe. Aus Protest hat Chinas Außenministerium den Geschäftsträger der amerikanischen Botschaft in Peking einbestellt. Auf diplomatischer Ebene stellt der Vorfall die bereits angespannten Beziehungen zwischen den Supermächten weiter auf die Probe. Außenminister Antony Blinken hat seine Reise nach Peking wegen des Vorfalls verschoben.